Hallo und willkommen zurück. Heute dreht sich alles um Stoffe und vor allem, wie sich Kleidungsstücke aus diesen Stoffen tragen lassen. Wie fühlen sie sich an? Wie fühlen sie sich auf der Haut an? Und vor allem, was macht der Stoff mit einem, wenn man es den ganzen Tag trägt? Ich würde gerne mit Seide anfangen, dann über Baumwolle reden und zum Schluss über Polyester. Also, wo sind die Unterschiede? Fangen wir an mit Seide. Seide ist ja eine natürliche Faser tierischen Ursprungs. Das wissen wahrscheinlich viele von euch. Man unterscheidet da zwischen der gezüchteten Maulbeerseide und der wilden Tussaseide. Und über Seide sagt man ja ganz häufig, dass sie sowohl kühl als auch warmhaltend ist. Und das liegt daran, dass die Faser an sich sehr wenig Lufteinschlüsse hat. Das heißt, die Luft kann dort zirkulieren, kann durch die Faser hindurch gelangen und das sorgt dafür, dass man so einen atmungsaktiven Effekt hat. Es ist aber auch gleichzeitig warmhaltend, weil die Körperwärme nicht so leicht durch das feine und dichte Gewebe hindurch gelangen kann. Wegen der Feinheit und der Weichheit ist das ein sehr hautfreundlicher Stoff. Es ist sehr geschmeidig und angenehm und außerdem knittert dieser Stoff auch so gut wie gar nicht, weil er ein bisschen Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft und aus der Umgebung allgemein aufnehmen kann, ohne dass sich das nass anfühlt. Aber Seide nimmt Feuchtigkeit auf und das sorgt auch dafür, dass das einen antistatischen Effekt hat und das liebe ich so stark an Seide verglichen zu Synthetikfaser, denn sie klebt nicht so stark an einem fest und lädt sich auch nicht so stark auf, beziehungsweise habe ich das noch nie persönlich miterlebt, dass sich Seide auflädt, weil sie eben diese Feuchtigkeit aufnehmen kann und das macht es halt zu so einem sehr geschmeidigen, weich fließenden Stoff. Außerdem knittert Seide auch so gut wie gar nicht. Und wenn da mal ein paar kleine Knitterfalten entstehen, dann erholt sich der Stoff sehr schnell von alleine wieder. Weil Seide ein so edles Gewebe ist, sollte man sehr sorgfältig damit umgehen. Also Deo, Schweiß oder Parfum können die Farbe von Seide verändern. Vor allem dunkle und bedruckte Seidenstoffe sollte man auf keinen Fall in der Waschmaschine waschen. Allgemein gilt, Seide sollte niemals in der Waschmaschine gewaschen werden. Und am besten folgt man da auch immer dem Pflegeetikett, was ja immer drauf genäht ist auf jedem Kleidungsstück. Solche Stoffe gehören immer in die chemische Reinigung, weil Seide, wenn es gefärbt oder wenn es bedruckt ist, sehr viel Farbe schlucken kann und man es beim Waschen passieren kann, dass es halt ausblutet und dann ist das Kleidungsstück einfach nicht mehr das, was es mal war. So unifarbende oder sehr, sehr helle Seidenstoffe, die dürfen gewaschen werden, aber auch da niemals in der Waschmaschine, sondern immer per Hand waschen und auch immer ein Feinwaschmittel verwenden und kalt waschen. Und auch da wieder mit sehr viel Sorgfalt drangehen. Das Teil sollte einfach nur ganz leicht in der Lauge bewegt werden, ohne viel zu reiben, ohne viel zu wringen. Auf keinen Fall reiben, auf keinen Fall irgendwie das Teil dann zu stark behandeln, sondern einfach ganz sanft bewegen und das reicht. Denn Seide hat eigentlich einen Selbstreinigungseffekt. Also das gilt für Wolle zum Beispiel auch. Man kann so einen Stoff für eine gewisse Zeit an die Luft lassen und dann erholt es sich wieder von alleine. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich einige meiner Seidentücher trage und vorher Parfum getragen habe, dann nimmt Seide diesen Duft halt an. Auch andere Stoffe nehmen den Duft vom Parfum beim Tragen an. Dann reicht es vollkommen aus, wenn man das Teil einfach an die Luft hängt. Das reicht aus, wenn das irgendwie an dem Kleiderschrank außen hängt. Das muss nicht irgendwo nach draußen oder so. Und dann einfach ein, zwei Tage hängen lassen und dann erholt sich das von alleine. Auf keinen Fall irgendwie im tiefsten Inneren des Kleiderschranks irgendwo reinstopfen, das würde ich sowieso für Seide nicht empfehlen. Und es gibt ja etliche Teile, die aus Seide hergestellt werden, aber was ich total sinnvoll finde, ist, sich Seidenunterwäsche zu kaufen. Gerade wenn man ein schönes Abendkleid trägt oder bestimmte andere Teile trägt, da einfach so ein Kleidchen für darunter oder halt Seidenunterwäsche anzuziehen, ist total sinnvoll, weil die Kleidungsstücke darüber, dann die äußeren Kleidungsstücke, einen viel, viel schöneren Fall haben, gerade wenn man Kleider dann darüber trägt, die fallen total schön, weil Seide ja so glatt ist und fließend ist und halt der Stoff darüber dann nicht stoppt oder nicht irgendwo hängen bleibt. Und außerdem, auch gerade wegen diesem antistatischen Effekt, gleicht Seide sehr gut aus. Ja, die klassische Seidenbluse ist ja selbsterklärend, da brauche ich nichts zu sagen. Es ist ein Klassiker und kann ein Outfit echt zum nächsten Level bringen. Die Kombination ist dabei der Schlüssel für mich persönlich, weil wenn man Seidenblusen kombiniert, dann würde ich persönlich immer zu etwas derberen Stoffen greifen, wie zum Beispiel grob gestrickte Wollpullis oder derbe Jeans, einfach um diesen Kontrast nochmal zu verstärken. Und nicht zu vergessen, mein Liebling, das Seidentuch. Das ist das wohl vielseitigste Accessoire, das es gibt. Am liebsten trage ich es am Hals, gerade die 90x90 Seidentücher aus unserem Online-Shop, die bieten sich da total an. Aber demnächst kommen auch kleinere 45x45 Teile raus. Die sind dann so ein bisschen mehr wie so ein i-Tüpfelchen, was man dann auch am Hals tragen kann oder als Accessoire auf dem Kopf. Oder am Arm oder an der Tasche, da sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Die Baumwolle
Jeder von euch weiß, dass die Baumwolle eine Naturfaser ist. Sie ist aber nicht tierischen Ursprungs, sondern pflanzlichen Ursprungs. Und sie ist ähnlich wie Seide auch eine sehr glatte Faser. Und sie wird zu leichten Stoffen, aber auch zu gröberen, die im Winter warm halten, verarbeitet. Aus Baumwolle haben wir so ziemlich alles. Angefangen bei Unterwäsche, bis über Shirts, Blusen, Kleider, bis hin zu der klassischen Jeans, die wir heutzutage kennen. Sie kann ordentlich Feuchtigkeit aufnehmen, weshalb wir hier bei Sportswear lieber zur Synthetikfaser greifen. Aber wenn es nicht gerade Sport sein soll, ist die Baumwolle ein total vielseitiges Gewebe. Gerade im Alltag würde ich Shirts oder Blusen, die aus Baumwolle bestehen, immer einer Synthetikfaser bevorzugen. Es trägt sich einfach viel angenehmer, die Haut kann atmen, man schwitzt nicht zu viel, wie man es zum Beispiel häufig bei Synthetikfaser hat, dass man da so einen Wärmestau hat. Einziger Nachteil ist es, dass Baumwolle, wenn sie nicht gerade weiterverarbeitet ist, sehr stark knittern kann. Die Eigenschaften eines Stoffes können in der Ausrüstung beim Herstellungsprozess nochmal verändert werden. Da gibt es alles Mögliche. Da gibt es Flammenschutz, Fleckenschutz und auch das typische Imprägnieren, was wir ja auch von unseren Schuhen kennen, um sie vor Nässe und vor Schmutz zu schützen. Und wie pflegen wir Baumwolle? Und Baumwolle ist ja an sich relativ robust. Es kann ganz normal in die Waschmaschine, es kann auch je nach Gewebe auch in den Trockner reingepackt werden. Es hält feuchtes Bügeln sehr gut aus, also eigentlich total easy in der Handhabung. Kommen wir zum Polyester. Es ist eine Chemiefaser und Polyester gibt es ähnlich wie Baumwolle in allen möglichen Stoff- und Bekleidungsarten. Angefangen bei Sportswear, wenn es atmungsaktiv sein soll, oder Vlies, was wir ja gerne im Winter tragen, wenn wir warm gehalten werden möchten. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, dass Polyester gut oder schlecht ist, weil die Art des Stoffs und das Anwendungsgebiet sind entscheidend. Also was wollen wir? Glatte Fasern, die schließen Luft kaum ein. Man hat also einen atmungsaktiven Effekt. Bei Sportswear wird gerade deswegen Polyester sehr gerne hergenommen, eben wegen diesem Effekt. Polyester ist aber auch am stärksten scheuer- und reißfest verglichen zu allen Stoffarten. Es reißt weder im nassen noch im trockenen Zustand und es nimmt auch kaum Feuchtigkeit auf. Deswegen trocknet es so schnell, wenn man es frisch gewaschen hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum das für Sportswear-Bekleidung so gerne hergenommen wird, weil es die Feuchtigkeit weiterleitet und nicht speichert. Außerdem knittert Polyester so gut wie gar nicht und ist je nach Gewebe weich und sehr angenehm auf der Haut. Es gibt aber einige Nachteile, die ich persönlich wichtig genug finde, dass ich im normalen täglichen Gebrauch lieber zu natürlicheren Stoffen greife. Polyester lädt sich nämlich sehr schnell statisch auf, weil es eben so wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und das merke ich dann immer, wenn es dann etwas günstigere Oberteile sind, dass die einem dann immer sofort auf der Haut kleben bleiben und das ist so ätzend. Es hilft zwar dann schon, seine Haut vorher gut einzucremen, dass das dann halt eben nicht so stark kleben bleibt, aber ich mag das dann trotzdem nicht vom Gefühl her. Und wie ich zu Beginn angedeutet habe, kann Polyester so weiterverarbeitet werden, dass es wärmeisolierend wirkt. Das ist bei Vlies im Winter ganz gut, aber bei normalen Oberteilen wie Shirts, die man so tagtäglich trägt, geht das für mich nach hinten los. Ich kriege dann sehr schnell Wärmestau, fange an zu schwitzen und das ist einfach ein total unangenehmes Gefühl. Also wie gesagt, wenn es besondere Anlässe sind wie Sport oder wenn man draußen im Winter unterwegs ist und man seine Körperwärme bei sich behalten möchte, dann ist Polyester eine gute Wahl. Ansonsten versuche ich mich davon fernzuhalten. Das ist heutzutage natürlich nicht so einfach, weil sehr viele Kleidungsstücke aus Polyester hergestellt sind. Aber da muss natürlich jeder am Ende für sich selber wissen, was einem wichtig ist und womit man sich am besten fühlt. Ich weiß, ich habe dieses Thema heute wieder sehr grob behandelt, um einfach einen Überblick zu schaffen. Wenn man es jetzt ganz genau wissen möchte, müsste man sich jeden einzelnen Stoff dann nochmal angucken, weil Baumwolle ist nicht gleich Baumwolle und Polyester auch nicht gleich Polyester. Es werden ja alle möglichen Stoffe hergestellt, leichtere, festere und so weiter und so fort. Und es macht nun mal einen riesen Unterschied, ob man da gerade einen grob gestrickten Pulli trägt oder ob man ein fein gestricktes Jersey-T-Shirt anhat. Bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, ob euch dieses Thema tiefer interessieren würde, dann würde ich euch gerne nochmal ein Video darüber machen. Und wie immer hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.